Ja, hallo und willkommen, Freunde des gepflegten Computerschachs. Mit dem weißen Stein, den ich heute wohl weiß geben. Fantastico. Novak Agathe. Meine Vermutung, das Teil spielt absichtlich auf Verlust. Weil, ich kann das einmal kurz zeigen. Das war sinngemäß so eine Stellung hier. So, also nur sinngemäß war das nur diese Stellung. Der Gegner vom Novak spielt den. Also wie gesagt, es war nicht diese Stellung. Nur, was ich dem Sinn nach zeigen möchte. Und der Agathe hatte die Möglichkeit, den Springer dazwischen zu ziehen. Hatte die Möglichkeit, C3 zu ziehen. Wäre alles super gewesen. Was macht der Agathe? Hier meinetwegen hier so hier. Der Agathe spielt hier den. D4, Puppe weg. Und dadurch ging die Partie verloren. Also das bringt mich auf die Idee, dass er auf Verlust spielt. C3 hätte man locker machen können. Da wäre nichts gewesen. Springer die zweite mal locker machen können, da wäre nichts gewesen und er macht den. Aber deswegen vermute ich so ein bisschen, dass der Agathe auf Verlust spielt. Das war übrigens nicht eine Sekunde pro Zug, sondern 30 Sekunden pro Zug. Also das finde ich dann schon ärgerlicher wie eine schwache Spielstärke für sich. Weil schwach spielen und verlieren ist die eine Sache, aber das ist mir schon mal aufgefallen. Da wurde ihm für eine Figur geschlagen und er hat sie gar nicht zurückgeschlagen. Und dieses gefühlte extra Fehler machen. Ich weiß nicht, wer sich an sowas aufgeilen kann. Ich bin nicht in der Lage, das so toll zu finden. So. Die Gegnerzeit ist, also seine Zeit ist ja eh egal. 5 Minuten Blitz. Was ein bisschen spannend gestalten. Nicht zu lahm. Zufallsgenerator aus. Und machen wir mal einfach mal ein. Selektiv 0. Der kann ja eh nicht, der Agathe. So, also das Niedrigste, was geht. Und ging da noch irgendwas an Funktionen? Ich glaube, Rechentief hat er gar nicht als Funktion. Lernfaktor, ELO und sowas alles. Das gibt auch Geräte. Ach, den Roma. Den könnte man auf Rechentiefe stellen. Meinetwegen 2, 3 Halbzüge tief. Deswegen finde ich ehrlich gesagt, man muss sich nicht unbedingt ein schwaches Gerät kaufen. Also wie den Agathe hier, wenn man Anfänger ist. Also wenn man sich den Roma kauft, meinetwegen München-Roma, du hast so viele Möglichkeiten, den einzustellen. Zur Not mach eben 2 Halbzüge Rechentiefe für den Roma. Dann kann man dagegen auch gewinnen. Das gibt so viele Möglichkeiten, das einzustellen. Da muss man sich nicht unbedingt zwangsläufig einen Schachcomputer holen, der für Anfänger ist. So, ich will ja dem Agathe weiß geben. Oder der Agathe. Agathe beginnt mit E4. Er hat irgendwo noch ein Feld. Ist einfach so am Blicken hier? Übersehe ich irgendwas? Ach, bitte nicht. Wahrscheinlich hatte er die Position wo gerade noch drin. So, egal, machen wir nochmal. Blitzen. Zufall. Dann selektiv 0. Ich dachte schon, er hätte einen Redkontaktfehler, aber er hat wohl hier, weil ich ja gerade was gezeigt habe, dann hatte er die Stellung noch drin. E7, E5. E5 ist immer gut. F4. Das finde ich ein bisschen komisch, dass der Königsgarn mitspielt, der Agathe. Der ist doch viel zu schlecht. Wir können vom Glück sagen, dass der Polgar diesen Dame H4 spielt. Was heißt in Anführungszeichen Glück? Oh, er hat sogar Theorie drin. Ich glaube, er hätte ein größeres Problem, der Agathe, oder die Agathe, wie auch immer, wenn der, Polga genommen hätte. Und dann diese G5-Sachen, diese komplizierten, wo man erstmal den Bauern zurückbekommen muss, der hätte mehr Probleme gehabt. Ist so eine schöne Sache, dass der Königsgarn mitspielt. Das Problem ist allerdings, dass der Agathe, oder die Agathe, wie auch immer, den Skill dafür gar nicht hat, für Königsgarn mit. Knight F6. Ich habe gerade erstmal voller Entspannung Super Paper Mario Origami King gespielt. Das ist ein so ein Ding, weil man kann das ja nicht skippen, sonst kommt man nicht weiter. Diese Super Snippets Show. Das ist, man sieht quasi so weil es gibt 10, 30 oder 50 Punkte. Das je Kategorie. Dann 50 ist das schwerste und 10 das einfachste. Und das ist so ein Ding, da sind quasi auf diesen runden Feldern sind auf jeden Fall so Figuren drauf.
Und mit Kisten? Also erst diese Figuren mit diesen Kisten und dann, also das sieht man, wo die Figuren sind und dann sind da Kisten drauf. Und dann wechseln ihre Position, aber wie wahnwitzig oft. Meine Güte. Episch viele Züge lang werden da die Positionen gewechselt. Hinterher, wenn man meint, es war, dann wechseln nochmal ihre Position. Eva ist mal so verwirrt, dann macht man das eh weg. Das ist die einzigen Sachen, wo ich da gepunktet habe. Das war so ein Wettlauf, da sind vier Spielfiguren, die machen so einen 100-Meter-Lauf. Und da muss ich merken, wer Erster, Zweiter, Dritter, Vierter ist. Ich glaube, da gibt es beim einfachsten ist sogar noch, man muss nur wissen, wer er Dritter ist oder wer Vierter ist oder sowas. Das konnte ich ganz gut. Da habe ich mir so gemerkt, ich wusste die Namen von diesen Typen nicht, deswegen habe ich einfach gesagt, rot, grün, Brille und braun, weil da ist noch ein roter war mit der Brille auf. Und dann habe ich mir den Zielanlauf nur so gemerkt, hier rot, grün, Brille, braun, je nachdem, wie die reingekommen sind. Und dann habe ich das so eingestellt, das hat mir den Arsch gerettet. Und dann habe ich beim ersten Mal, habe ich mich noch, da muss man noch so ein Pfeilespiel machen. Das ist noch eine Spielfigur, die musste so einen Weg ablaufen und man muss die Pfeile machen, wie die laufen soll. So Zielfrage. Es sind vier Zielfragen und eine ist aber nur richtig. Das habe ich natürlich zweimal verkackt, um dann beim dritten Mal das dann doch zu schaffen. War schon so leicht angepisst. Weil das Problem ist, danach kommt noch dieses mit den Pfeilen der Klamotte, wenn du das mal dann geschafft hast, beim dritten Mal, die haben eine Stunde gedauert, bis ich das dann geschafft hatte, weil ich das zweimal verkackt habe. Das war das Problem. Also wenn er Turm F2 macht, dann macht er extra Fehler. Das Problem war, das war so ein Game Over Teil, war das. Wenn du da verkackt hast, dann warst du Game Over. Ich weiß ja nicht mal, ob man das wirklich nicht skippen konnte. Weil da stand, man könnte. Oh, hier, so nach dem Motto, erst voll die Siegesfeier. Ah, sie haben es geschafft, sie haben es geschafft. Hurra, hurra. Und dann kommt, ah, hier, das habe ich aber noch. Ich glaube, das ging nur um den Preis, den man damit gewinnen konnte. Der hat wohl irgendwie, ich war schon so agromäßig, der hat wohl geschrieben, beim ersten Mal, wenn man diesen Preis, wenn man jetzt skippt, dann gewinnt man aber den Preis nicht. Da muss man das wieder von vorne machen, um den Preis zu gewinnen. Das habe ich mal missverstanden. Ich war eh schon so leicht angepisst von der ganzen Sache. Und dann hat er Gott sei Dank, als das Spiel dann fertig war, also als dann alles fertig war und dann man zum Ziel ist, dann hat er gespeichert. Und dann war das quasi zwischengespeichert, weil wäre blöd, weil meinst du schaffst das und dann bist du schon an diesem Zielpunkt, musst aber noch zum Speicherblock und gerade dann ist Stromausfall, obwohl, ja, sagen wir mal so oft ist hier kein Stromausfall. Knight D5. Attacking the Queen. The Queen going to. Ich will mal so sagen, das ist dann, ich habe das Problem, das ist dann so eine unerledigte Sache. Ich habe quasi so das Problem, dass ich da nicht sagen kann, egal und dann später. Das beschäftigt mich dann zu sehr, das ist das Problem. Da muss ich das finishen und dann ist das okay. Übrigens, dieser Turm F2 ist ja wirklich geschehen. Abgesehen davon, dass der Turm jetzt keine Felder mehr hat, was auch fantastisch ist. Das sind so Züge, von denen ich meine, dass er absichtlich Fehler macht. Obwohl andererseits Turm E1, Läuferschach. Ja, ihr könnt auch dazwischen gekonnt. Die Rechentiefe ist nicht so knallemäßig hier. Oh, what he done, what he done. Also der Springer, ja, da läuft ihm ja nicht davon. Dem Turm ermangelt es hier an Feldern. Dann kann ich jetzt, da kommt jetzt der nächste Boss. Das ist mehr so ein Rollenspiel, ist das. Das ist quasi wie, in der Mitte ist so ein Kreis und auf den Kreis rum sind vier so Ringe. Und diese Ringe kann man verschieben. Da sind dann Pfeile drauf. Je nachdem, wie man die schiebt, geht dann die Spielfigur los und die geht dann, wie die Pfeile sind. Gerade vergeht er geradeaus, dann geht er manchmal um den Ring rum, dann, wenn wieder ein Pfeil nach innen ist, geht er wieder rein und dann, je nachdem, geht er seine Wege dann. Das ist so quasi dieses Hauptteil dieses Spiels. Was ich aber überraschend oft verkacke. D5, B4. Ich glaube, man hätte sogar eventuell auf die Idee kommen können, mit dem Bauern zu nehmen. Mit dem Sinn der offenen Linie. Und dass der Bauer ja eh gedeckt ist. Dödel. So kann ich gleich entspannt zur Arbeit gehen.
Das ist immer schwierig, auch wenn ich so spielen an dem Endgegner hängen und ich schaffe die nicht. Da lässt du das ist, oder wie bei was Privaten, bei so normalen Sachen hier. Du suchst was und findest das nicht. Das lässt mir keine Ruhe. Ich bin nicht so der Typ, dass ich dann sage, egal, das schaffe ich einfach nicht. Und dann muss ich das finden. So. Da fällt mir ein, ich muss doch meine Passfotos suchen. Ich weiß nicht, wo ich die hingetan habe. Meine Güte. Die Blödheit zu Besuch. Ich muss die wohl, als ich. Ich hatte die beim Fotografen machen lassen, dann war ich diesen Ausweis beantragen und habe dieses eine Ausweisfoto. Und dann hat er mir das zurückgegeben, weil das gescannt wurde oder was auch immer das gemacht wurde. Und dann habe ich das wohl ins Portemonnaie gesteckt. Die anderen habe ich wohl in die Jacke gesteckt, nehme ich mal an. Jetzt muss ich noch die Jacke finden. Oder ich kam auf die Idee, was los hier? Kam auf die fantastische Idee. Das ist ja meistens eh der Anfang vom Ende bei mir. Wie heißt das? Das Genie beherrscht das Chaos? So nach dem Motto, wenn ich dann auf die Idee komme, ich tue jetzt etwas an einem Ort, der mir logisch erscheint. Da tust du das jetzt hin und da findest du das Teil dann, wenn du das suchst. Vergiss es. Dann finde ich das erst recht nicht. Dann finde ich das so einfach besser, obwohl. Ich hoffe, dass nicht so bald jetzt der Moment kommt, wo ich jetzt ein Ausweisfoto brauche. Eins hätte ich ja. Also es muss in irgendeiner Jacke sein. Wo könnte ich das denn sonst hingetan haben? Ich weiß es einfach nicht. Meine Güte, ich tue das jetzt dahin, da finde ich das. Lol. Ganz großer Fail. F76. Dort hat er gedacht, Turm E1, dann das Läuferschach, dann hätte er aber Läufer dazwischen ziehen können. Läufer Springer nimmt. Dame B6 fesselt ihn wohl nochmal. Dame D2 oder sowas. Also ich glaube nicht, dass das gegangen wäre. Ich habe so langsam das Gefühl, dass das Agathe-Teil hier auch nicht so eine hohe Rechentiefe hat. Aber Springer C3. Dame A5 Schach, Springer C3, D4. Der Bauer Springer ist ja gefesselt, kann also nicht ziehen und da ist einfach die Puppe weg. Andererseits habe ich den Polk auch schon eine Blitzpartie spielen sehen. Hier ein Läufer, hier ein Springer war das, glaube ich. Es droht F3 mit Gabel, also Läufer und Springer Gabel. Und dann macht er irgendwie so ganz zwei merkwürdige Züge. Erst greift er einen anderen mit B5 einen Läufer an, der kann einfach geschlagen werden, der Bauer. Dann zieht er Turm B8, greift er nochmal den Läufer an, der Läufer zieht. Dann macht er irgendwie so einen Pannemurks-Zug und da kommt F3 und die Gabel. Der hätte einfach den Läufer wegziehen müssen und die Gabel droht gar nicht mehr. Das sind so, die haben so wohl so gewisse Aussetzer. Wie eine Bauerngabel, Bauer gegen zwei Figuren, Springer, Läufer. Meinetwegen hier steht ein Springer und hier ein Läufer und hier steht ein Springer auf C6 und hier die Bauerngabel. Und was macht das? Springer schlägt D4. Springer C6 nimmt D4, also er zieht ja die Figur nicht weg. Der wird einfach genommen, dankend genommen, die Bauerngabel ist immer noch. Ich weiß nicht, ob er auf geschickten Beschiss spielen wollte oder was. Ich hatte einfach irgendwie versucht, zwei Bauern dafür zu kriegen. Das wäre noch ersichtlich gewesen. Aber das ist alles, die können alle so schlecht aussehen, dass man meint, die hätten vom Schach überhaupt keine Ahnung. Diese Geräte. Da glaube ich, den Roma mal war gegen die Welt, war das. Das habe ich ja, glaube ich, gar nicht hochgeladen in die Partie. Da hat er mit Weiß, irgendwie Italienisch oder sowas, da hat er so eine Grütze gespielt, dass er in unter 20 Zügen. Ja, quasi schon matt gegangen ist. Das hat die Lippo natürlich nicht aufs Wärmste erfreut. Da wurde auf F3 und der Springer mit dem Doppelbauern genommen, ein Bauer musste nehmen und irgendwann kam da hier ein Läufer nach H3 und eine Dame mit Schach. Und wenn der Roma dann schon sagt, okay, ich gehe matt in, dann ist schon gelaufen die Sache. Die können also alle richtig schlecht aussehen. Aber zumindest sind sie nicht unschlagbar. Das ist der Vorteil. Andersrum ist wiederum, du musst die Geräte nicht auf Affe runterschrauben, auf gut Deutsch gesagt, damit die einen nicht über den Tisch ziehen, dass sie mit einem nicht quasi hier einen durchfringen, einen Knoten reinmachen und in die Ecke schmeißen, so nach dem Motto. Da musst du ja schon Einstellungen vornehmen. Am Anfang war das das Komische.
als das so bei Fritz 5, 6 oder so, glaubt es bei 10 sogar noch, kann auch sein. Da gibt es ja diese Möglichkeiten. Da gibt es ja diese Möglichkeiten, diese Werte zu verstellen. Damit der. Oder diese Elo-Zahl zu verstellen, dass er schwächer spielt. Und dann, wenn man eine schwache Zahl anstellt, das ist dann ganz sonderbar. Dann spielst du E4, dann macht er irgendwie A5 und dann springt, dann D4, dann macht er irgendwie B5. Also er spielt da totale Grütze. Also das ist auch nicht der Sinn der Sache, dass er irgendwie mit G5, B5 ankommt, so nach dem Motto, so ganz großkotzig. Also davon habe ich auch nichts. Da muss schon so ein natürliches Schach spielen. Weil wenn du gegen einen schwachen Spieler spielst, der hat halt gewisse Schwächen. Aber der macht ja nicht hier als Eröffnung A4, B4 oder sowas. Also dass er absichtlich schlecht spielt. Deshalb bei manchen ist halt das. Bei manchen ist das halt, die spielen dann zu belanglos, möchte ich. Das ist nicht zu, manche auch zu defensiv und manche zu belanglos. Das Problem ist, der einzige Zweck ihrer Züge scheint es zu sein, alles zu tauschen. Und dann haben die auch nicht irgendwie den Drang, irgendwie ein bisschen aktiv zu spielen, sondern die spielen quasi nur in den eigenen Reihen und bauen sich so defensiv auf. Und das ist wohl dann eher der Grund, warum die verlieren. D4. Warum die verlieren. Als wenn die jetzt so eine Grütze spielen. Das Problem ist halt, so das Gefühl hatte ich damals, wenn die so gespielt haben. Du kannst dann aktiv dann Raumvorteil machen, aktives, dann Figuren alle aktivieren und aktiv stellen und du erhältst keine Gegenwehr. Und dann drückst du dir, nimmst du diese und drückst die allmählich so zusammen. Das heißt, dadurch, dass du ja so, irgendwann hast du so eine gute Stellung, wie heißt das, in einer guten Stellung ist immer irgendwie was drin und dann gewinnst du die Partie automatisch. Aber das ist nicht so, dass sie jetzt eine Puppe nach anderen einstellen. D4, E5. Und er hat schon mal einen Bauern gespuckt. Er hat ja vorher schon die Qualität weniger. Das heißt, Agathe sieht nicht so gut aus. Oh, Agathe, ich dir rate, gib mir alle Puppen oder ich sperre dich in den Schuppen. Dame B2 schlägt. Gut gesungen. Ich weiß gar nicht, ob der Agathe mit, sagen wir mal, 20 Megahertz, ob der dann erheblich besser spielen würde. Ihr könnt das mal in die Kommentare reinschreiben. Macht er wirklich absichtlich Fehler, um quasi einen schwachen Spieler zu simulieren? Siehe Springer C3 auf Dame A5 Schach. Oder ist es wirklich so eine grützige Rechentiefe? Schreibt es in die Kommentare. Das hatte ich im höheren Sinne schon verloren. Obwohl er Bruce Force spielt und 5 Minuten Blitz und Züge Zufall sogar noch. Das heißt, er macht da nicht seiner Meinung nach den Besten, sondern wenn da so zwei Gleichwertige sind, dann ist da Zufall dann dabei. Ja, Turm D1 wird ja der nächste Bau, deswegen muss wohl, oder König G2 könnte ich mir vorstellen. Das, was ja so schade daran ist, es ist ja so ein wunderschöner Schachcomputer, dieser Agathe, wie ich finde. Wenn da nur ein bisschen mehr drauf hätte. Wenn diese Agathe jetzt eine höhere Spielstärke hätte und man hätte hier Rechentiefeanzeige und all diese Funktionen, die man halt kennt. Die Züge, die er berechnet, also dass er auf dem Display quasi anzeigen würde, was der MM4 auch alles so drauf hat mit Anzeigen. Dann wäre das ein super. Also mir gefällt das Design wirklich sehr. Jetzt wird ja der nächste Bauer eingestellt, auch sehr schön. Aber das Programm ist scheiße. Das ist das Problem. Wäre es so ein Problem gewesen, dem 32 Kilowatt Programm zu geben? Aber das ist das Problem, wenn der Preis. Der einzige Zweck der Sache ist, den Preis möglichst gering zu halten. Also dann, ich hätte als Käufer damals, weiß ich, wenn er jetzt wirklich 80 Mark nur gekostet hat, ich hätte lieber 160 bezahlt und dann wäre das 8-Bit 32 Kilobyte gewesen. Dann wäre das super gewesen. 8-Bit 32 Kilobyte,
Mit den ganzen Funktionen, die man kennt, Rechentiefe und Bewertung und alles mit dabei. Da wäre es ein super Gerät. Weil so optisch gefällt er mir richtig klasse, muss ich ehrlich sagen. Aber er hat nichts drauf. Oder wenn irgendwie, wo das geht ja auch nicht per Modul, ja, wenn man irgendwie ein Modul reinschieben könnte. Mit dem Prozessor wohl drauf und dann dem Programm, wenn man das austauschen könnte. Das wäre so ein schönes Gerät, aber die einzige Funktion dieses Gerätes ist es, dass sie, der Preis muss es richten. Und das ist, was mir überhaupt gar nicht gefällt daran. Weil es ist nun mal normal, das ist gewisse Sachen, die müssen schon mal eine gewisse Qualität haben. Das ist halt so. Ich sehe gerade, der hat ja Yves Schlick gemacht. Also Turm D1, also die Dame. Dann zieht die Wenn die Dame jetzt irgendwie anders wegzieht, außer mit Schach gewohnt, dann ist da der Läufer weg. Ich jetzt erstmal. Deswegen geht das nicht. Jetzt Turm D2, gerade wieder die Dame an, da ist durch den Springer gedeckt. Und wenn die Dame normal wegzieht, ist der Läufer weg. Und das ist wohl der Grund, warum man das macht. Vielleicht erleben wir jetzt ein Remis. Dann würde Agathe wahrscheinlich voller Stolz hier glühen vor Stolz. Das ist genau wie bei Küchengeräten. Das gibt Standmixer für 80 Euro. Das ist auch schon so mittlere Qualität, den ich habe. Da steht drauf Nummer 1, der Standmixer in Deutschland. Es gibt aber auch Geräte für 20 Euro. Den ich habe, das ist ja der Standmixer für Milkshakes und sowas. Der ist super, finde ich. Ich hatte mal einen für 20 Euro. Und der hat sich hinterher, hat er gerührt, wie so ein, als würdest du ein Rasenmäher betätigen. So hat er rumgerührt, dieser Motor. Den habe ich dann bei Müllton draufgestellt. Ich habe den nicht so weggeschmissen, vielleicht hätte ich den eine andere haben, weil der funktionierte ja so, aber da war mir einfach zu laut. Dann habe ich den bei dem Müllton bei uns hier auf diese Betonkästen da draufgestellt. Vielleicht hat er jetzt einen anderen gefunden, der den vielleicht, ja, war auch der Motor besser als nichts. Oder dieser Stabmixer, den ich habe, das gibt da welche für 20 Euro. Aber die taugen ja nichts. Dame A3, er macht es jetzt doch, dass er den Läufer gibt. Das gibt der Startmixer für 20 Euro. Ich habe gemeint, der war von 130 oder was runtergesetzt auf 89, weil die Marke hatte irgendwie so ein Jubiläum, hat die Marke, wo davon ist. Und deswegen war der runtergesetzt. Da waren noch so Teile dabei. Ist da so ein Aufsatz bei, für so ein Schneebesen, den man dran machen kann. Dann rotiert dieser Schneebesen. Dann ist so ein Behälter dabei mit so einer Klinge drin, die so. Lass mich doch mal reden. Da ist unten so eine Klinge, die geht bis zum Boden. Die kann man so draufstecken und dann dreht die sich so. Und dann kann man den Stabmixer mit so einem Teil draufsetzen und dann mache ich da zum Beispiel gefrorenes Obst rein und ein bisschen Sahne und ein bisschen Zucker. Da mache ich da quasi Eis mit. Oder Pesto mit oder solche Sachen. Oder heute habe ich da ist noch so ein tiefer Becher ist da. Da habe ich Eigelbe reingemacht. Eigelbe Senf ein bisschen. Habe das ein bisschen verrührt mit diesem Schneebesen für diesen Stabmixer. H4F4. Und habe dann nach und nach Öl dazu gegeben. So Salz noch dazu und dann nach und nach Öl und dann immer fleißig weitergemixt, bis das die richtige Dicke hatte. Mayo. Da habe ich mir dann Nudelsalat von gemacht. Zum Beispiel. Und diese Möglichkeit, diesen Aufsatz abzunehmen und für diese anderen Sachen zu nehmen, die hat dieser 20-Euro-Stabmixer schon nicht. Deswegen ist es halt, billig ist teuer. Das ist das Problem. Diese Billiggeräte, die haben immer irgendwelche Defizite. Und diese teuren Geräte, die haben halt so Sachen, die halt den Preis rechtfertigen. Zumindest häufig. Wir hatten damals, da habe ich in der Mühle noch gearbeitet, da hatten wir. Von KitchenAid diese Teile. Weiß nicht, ob die falsch beansprucht wurden oder sowas. Dieser Stabmixer, glaube 300 Mark oder was oder noch mehr für diesen Stabmixer. Dieses Gerät selber war ja irgendwie 800 Euro oder 800 Mark oder was. Vielleicht weil wir das Dressing mit dem Bechermixer gemacht haben. Da kann man die Petersilienstängel und alles rein. Vielleicht war das ein bisschen zu heftig.
Die wurden natürlich auch stärker beansprucht. Du hast das Ding ja fast, hast das Ding ja nicht täglich, aber andauernd genommen für diese Vinaigrette. Also so wie die Vinaigrette gemacht haben, würde ich es hier nicht machen. Das ist eben, da kannst du wirklich ein bisschen besser investieren, als wenn du nur auf den Preis gehst. Nur billig, 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 billig. Das ist dann das Problem bei der Sache. A4. Und letztens habe ich mir was geholt. Ich wusste erst gar nicht, ob ich mir das holen soll. Das ist wie, sieht aus wie so ein Halbmond mit Löcher. Das kann man dann, wenn man was abgießt, dann macht man das auf die Seite von dem Topf drauf und da kann man das so abgießen. Durch diese Löcher geht dann das Wasser raus. Das nutze ich so viel. Jedes, wenn ich Kartoffeln mache zum Abgießen, jedes Mal, wenn ich irgendwas abgieße, selbst wenn ich Salat abgieße, das Wasser, da kannst du das immer so drauf machen und dann so abgießen. Da brauchst du nicht durch ein Sieb machen. Das ist so super. Ja, wo ist das leuchtende Teil hier? Das ist eben zu billig, ist auch schlecht. Dann haben die sich Leute für 89 Mark oder was diesen Schachcomputer gekauft. Und dann ist es einfach nichts. Aber vielleicht für. Das Problem ist auch, der hat da keine Extras. Dieses Display, das zeigt, wenn er nicht gerade seinen Zug anzeigt, sagt er Strich, 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 Strich. Und des Weiteren zeigt er nur seine Züge an. Das war's. Ende. E2, G4. Ich weiß auch nicht, ob Novak hinterher nur noch Ramsch-Computer gemacht hat. Auch diese Aquamarin und wie die alle heißen. Die späten 90er Jahre, das war doch alles Grütze. Vielleicht war das die einzige Möglichkeit von Novak noch am Leben zu bleiben. Das hat ja Millennium hat ja auch am Anfang schwächere Geräte gemacht, weil die waren dann selbst dadurch überrascht, dass sich hochpreisige Geräte überhaupt noch gut verkaufen. Bin mal gespannt, die wollen demnächst irgendwas mit Mephisto machen und Modulen ist das irgendwas. Da bin ich wirklich mal gespannt, was das wird. Es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn das da nicht exorbitant hohe Preise wären. So Modul 500 Euro oder sowas. Das sollte also, wir sollten also schon auf dem Teppich bleiben. Dann wäre das doch machbar. Aber ich bin da mal gespannt. Ob Millennium den Namen Mephisto wieder annimmt und quasi dann wieder das von namensmäßig, das, weil die waren ja Mephisto damals. Es ist ja nicht so wie bei Atari, dass das x-tausendmal verkauft wird, durch x Hände geht und dann ist es eigentlich nicht mehr das, was es mal war. Dann ist es nur noch eine bloße Hülle. Nur noch der Name des Namens wegen. Und wenn Millennium sich wieder Mephisto umbenennen würde, dann wäre es ja wirklich. Ja, weil es halt mal Mephisto war. Ich könnte mir aber weniger vorstellen, ja, vielleicht ist es ja doch. Also in München könnte ich mir nicht vorstellen, dass die in München rausbringen. Was schon klasse wäre, was schon reichen würde, das wäre. Also ich könnte mir schon vorstellen, so ein Modul, aber wie soll das aussehen? Ob das auch dann zwei Module sind, ein Display-Modul, wie auch immer das ist, und dann so das Modul mit dem Programm selber drin. Vielleicht den Genius als Modulset, aber dann bitte nicht irgendwie 800 Euro oder so ein Fantasiepreis. Also, die müssen schon auf dem Teppich bleiben, preismäßig. Also, so langsam ist diese Partie hier beendet. Das ist ein Schlachten, ist das ja. Es ist ein Schlachten, um es keine Schlacht zu nennen. Obwohl, so viel ist es gar nicht. Das sind zwei Bauern, zwei Freibauern. Also der Polgar, jetzt, ich dachte, gefühlt dachte ich jetzt, durch dieses Quatschen habe ich so wenig drauf geachtet, der Polgar hätte Turmläufer mehr oder sowas. Aber ist es ja gar nicht. Ich würde Turm D7 machen. Und dann, wenn er meinetwegen Dame Schach, König G2 und dann meinetwegen, dass er den Bauern ziehen. König H1, das ist so ein Crap. Was soll. Achso, er steht im Schach. Entschuldigung, Scusa. Das habe ich nicht gesehen.
Ja, Läufer E6, Läufer Dame nimmt, bringt ja nichts. Turm D7, Dame E1 Schach, König G2, Dame D2 Schach, König wieder runter. Wenn er A3 zieht, Läufer E6. Irgendwie sowas. Auch bei Bildschirm. Ich würde auch nie auf die Idee kommen, weil es billig ist, wenn HD-Ready-Bildschirm heute noch zu kaufen. Das bringt ja gar nichts. Oh, Turm D8. Auch nicht schlecht. Jetzt droht er. Wenn er Turm nimmt, ist er matt. Turm nimmt, Dame nimmt, Läufer E8, Dame E8 matt. Dame E1 Schach, König G2, Dame. Na, hat er gar kein Schachgebot mehr. Dame C1 Schach, König G2, Dame C2 Schach, König H3. Ist das schon pleite? Oh! Ich kann es gar nicht glauben. Der Agate gewinnt tatsächlich eine Partie. Die Dame nimmt. Die einzige Möglichkeit, das Matt hinauszuzögern. Forza, Forza, mal ein bisschen schneller. Ich muss gleich zur Arbeit hier. Was überlegt er da überhaupt so lange? Er ist im Schach. Läufer F3. Hallo, please make your move. Ich verstehe nicht, warum die da überlegen jetzt hier. Es gibt ja nur eine Möglichkeit, die Dame zu nehmen. Es droht ja Turm F8 matt. Zum Beispiel. Meine, das hat aber lange gedauert hier. Das war eine schwere Geburt. Gibt's ja. Agathe kann gewinnen? Mein Polgar spielt Bosfors 5-Minuten-Partie, aber trotzdem. Ich meine, die theoretische Möglichkeit, dass der Agathe überhaupt gewinnt, überrascht mich ja schon. Das würde er jetzt alles geben. Läufer E6, Turm E8, Läufer F7 schlägt Schach. König nimmt, Dame C4 schlägt Schach. Zum Beispiel. Das ist genau, was ich gar nicht machen würde. Ist, wie heißt das? Wish oder wie heißt das? Ich war da noch nie drauf. Das gibt ja diese China-Schrottplattform. Da kann man sich aus China diese Billigsachen bestellen. Also Dinge, die produziert werden in China von Herstellern, ist was anderes als diese Wish-Plattform. Das ist wirklich die einzige Intention des Ganzen ist es. Billig. Das ist die einzige Intention. Da habe ich noch nie was gekauft. Da gibt es so einen YouTuber, der hat sich so einen Laptop gekauft da. Für 130 Euro, also nicht hier 20 Euro oder sowas. 130 Euro. Das konnte gar nichts, das Teil. Das war so scheiße. Das hat er das auseinandergenommen. Dann war das quasi so ein Raspberry Pi. Also so ein Minicomputer. Check again. Da in der Ecke so eine ganz kleine Platine. Und da waren so zwei Metallteile so flache drin. Da waren Gewichte drin. Damit das Ding nicht zu leicht ist. Da war nichts drin in dem Scheißteil. Aber 130 Euro für so einen Crap. Das ist deswegen. Ich würde auch nie was kaufen auf dieser Plattform. Die ganzen Sachen, die er vorgestellt hat in seinen Videos, die alle von diesem China-Schrott waren, die waren alle scheiße. Ob Smartphones oder was auch immer, die konnten überhaupt nichts. Die waren totaler Schrott. Also als wenn die den Agate verkaufen würden und würden den anpreisen, als wäre es hier der Lyon 32 Bit. Und dann kriegst du das Gerät und dann ist die Enttäuschung natürlich da. Ich hoffe, dass ich die Partie über noch einigermaßen weiterspielen lassen kann. Also jetzt Läufer F7, Dame C4 schlägt Schach. Ob er das überhaupt gewinnen kann. Ich habe natürlich so sehr knapp machen lassen hier. Das ist das Blöde. Vielleicht muss ich wirklich abbrechen. Gott sei Dank, dass der Regen aufgehört hat. Ich habe vor allem ein Rad zur Arbeit. Wie wäre es dann gewesen? Raining every day. Im Eifer des Gefechts schlägt da Lipo aus Versehen mit dem Läufer auf C4. Ja, das ist natürlich jetzt hier normalerweise verloren. Was machen wir jetzt? Der Läufer E6. Ich finde das ja schon total überraschend, dass der Agate überhaupt theoretisch so eine Stellung bekommt. Also, dass er nicht so hart auf Verlust spielt, dass er gar nicht gewinnen kann. Ich nehme mal weg hier. Er hat ja Dame C5 Schach, aber ja, ich weiß ja nicht.
Das ist genau wie mit diesen, was ich mir nie kaufen würde. Sind diese, die sehen aus wie so Handhelds, also so Minispielekonsolen, die man mit Batterien betreiben kann. Ach, der Turm ist sogar weg. Das sind immer diese Teile, wo steht 500 Spiele, 1000 Spiele, 1600 Spiele. Und dann ist das so eine Gurkenschrottscheiße, dass man das kaum glauben kann. Ich habe mir sogar sowas mal vom Fachmarkt gekauft zum Teil. Das ist so eine Scheiße. Die Spiele kennt keine Sau, die da drauf sind. Und dann sind das auch Doubletten. Also doppelt und dreifache Spiele, die da drauf sind. Das würde ich mir auch nie holen. Das ist halt genau wie mit so einem Schachcomputer. Ich guck mal, ob er den Bauern noch abkassiert. Danach mache ich dann hier. Ja, das Problem ist ja, wenn A2 kommt, dann deckt der Läufer das ja. Das stennt dann die Dame ein bisschen. Also müsste der König nach A1, und damit die Dame sich wieder bewegen kann. Also Dame anyway, dann A2, Dame A5, A2, dann König E2, D2, C1, B2, A1. Damit die Dame mal was anderes machen kann, außer den Bauern zu bewachen. Macht er gar nicht A3, H5. Also das meiste, was er vorgestellt hat, war alles Schrott. Was auch immer das war. Diese Smartphones, die waren totaler Blunder. Da waren hinten so vier so Kameralinsen, aber drei davon waren gar keine Kameras. Das waren Dummies quasi, die hatten keine Funktion. Eine Kameralinse. Das also, ich finde, wenn im Notfall, dann kann man sich auch ein Smartphone günstig holen. Ich glaube, ich zieh schon mal die Schuhe an. So, ich spule mal ein bisschen Strich. A3, A2. Und jetzt muss der König eigentlich rüber den Bauern blockieren. Den König nach A1, und da kann die Dame wieder ziehen. Die Läufer, die Bauern stehen auf Schwarz, die muss man nicht decken. Ich habe eigentlich gedacht, das würde ein Massaker geben, dass der einfach ablost, der Agathe. So, Schuhe sind schon angezogen. Ich kann mir schon einen Schlüssel holen, alles, was ich vergessen könnte, schon mal holen. So, Schlüssel auch. Den darf ich auf keinen Fall vergessen. Wohin zieht er? Das ist nicht sein Ernst, dass er den. Ach, mit Schach. Wollte schon sagen. So. Das Problem ist, der Agathe hat noch nicht mal eine Pausefunktion. König wohin? König G8. Ja, Dame E8 Schach, König H7, Dame schlägt, Läufer kann er nicht machen, weil er eine Dame holt. Mann. Also deswegen dachte ich, der König müsste irgendwie nach A1. Weil ansonsten ist der Bauer unter Dauerbewachung der Dame. Ja, lange kann ich aber nicht mehr machen hier. Das ist schade, dass man den nicht irgendwie auf Stopp machen kann. Nicht mal diese Funktion hat der. Go Sound Color Take Back Set. Training, Hint, Level Clear New Game. Beim Polka kann ich machen, Memory und aus. Dann hat er das gespeichert. Oder ihn müsste ich machen, wenn er das doch wenigstens kann, eine Stellung eingeben. Ich muss allmählich mal los. Es tut mir leid, Scusa und alles so. Ich mache jetzt so auf Memory. Will er mich jetzt verarschen? Macht er jetzt Dauerschach oder was?
Ist er so erfreut darüber, dass er nicht verliert? Das ist ja die gleiche Stellung wie vorhin. Lippo, ich habe nicht verloren. Irgendwann kommt dann der Zug. Letztens hatte ich, weiß ich, ob ich das schon mal erzählt habe, da war ich bei der Arbeit, will mein Fahrrad abschließen und da bricht mir dieser Wohnungsschlüssel ab. H5E8, okay. Da bricht mir der Wohnungsschlüssel ab. Ich habe aber kein Portemonnaie dabei. Also ich habe schon mal gemacht damals, ich habe die beiden Teile genommen und habe die beim Schlüsselmacher abgegeben und der konnte damit tatsächlich einen Ersatzschlüssel machen. Und da ging tatsächlich sogar super dieser Schlüssel. Ich hatte aber auch kein Portemonnaie dabei. Dann am liebsten wäre ich in die Vergangenheit gereist, hätte mir die Füße geküsst, dass ich den Schlüssel hinterlegt habe. An so einem speziellen Ort. Ist ja besser so, Remis. Also natürlich kann man es anders machen. Man geht mit dem König nach A1, man macht erst Dame A5, dass der Bauer nicht nach A1 kann. Dann geht der König nach A1, dann ist der safe. Und dann kann man mit Dame und Bauern kann man dann gegen den König vorgehen. Aber sei es wie es ist, das ist schon mal eine großartige Sache, dass der Agathe nicht verloren hat. Und was soll ich groß sagen? Ich bedanke mich, verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal, der Agathe. Da wusste eben, der Lippo muss zur Arbeit. Ich kann jetzt nicht hier noch 1000 Jahre rumeiern. Da habe ich diesen Schlüssel gehabt, den ich ja noch hatte, an den ich so rankam, dass ich nicht in die Wohnung musste. Das war das Wichtige. Dann bin ich mit dem Schlüssel am nächsten Tag dann und habe zwei nachmachen lassen. Einen habe ich wieder hinterlegt und einen habe ich in der Wohnung, falls mir wieder einer abbricht, dass ich wieder einen zum Hinterlegen habe. Das wäre schon ziemlich blöd gewesen. Dann wäre der Schlüssel meinetwegen in der Wohnung gewesen. Ich hätte aber kein. Was hätte ich denn machen sollen? Wüsste ich gar nicht. Einen Arbeitskollegen fragen, ob er mir was leiht, um Schlüssel nachmachen zu lassen. Da war noch nicht mal einer. Weil ich erst spät abends arbeite und dann sind die alle gar nicht mehr auf der Arbeit. Das ist dann blöd. Da ich hätte mir liebsten selber die Füße geküsst. Dass ich diesen Ersatzschlüssel hinterlegt habe. Meine Güte, das wäre es gewesen. Ja, unentschieden. Überrascht mich ein bisschen, dass er nicht verloren hat. Aber dahinter das blöde Dauerschach zu geben, das war schon. Na, wie gesagt, ich muss ja eh los. Tschüss, bis zum nächsten Mal.